Prager Second Ten Boutique in der Friedhofstraße am Pragfriedhof. Ist ein Projekt des Caritasverbandes für Stuttgart, der Kirche, und es gibt seit 10 Jahren. Das hier ist nur möglich, weil wir mit der Kirche zusammen sind, dass wir auf den Stufen diese Modeschau machen dürfen. Ganz bunt zusammengewürfelte Models von der Nähwerkstatt, von Flüchtlingsfrauen, Ehrenamtliche aus der Kirchengemeinde sind alle da. Wir sind ein Projekt für langzeitarbeitslose Frauen und für Flüchtlingsfrauen. Und das gibt es jetzt seit 2 Jahren erst. Und ist sehr, sehr gut besucht. Und die Frauen sind sehr dankbar dafür, hier anzukommen, ein bisschen zu nähen, ein bisschen Deutsch zu sprechen, auch mitzuhelfen beim Bügeln. Und man merkt wirklich, wie gern sie zu uns kommen. Und das zeichnet Prager aus. In Palästina, die alle Frauen muss bleiben zu Hause, nicht arbeiten. Und ich mag Arbeit. Und ich habe Arbeit beim Braga. Ich gefällt mir sprechen mit Kunden und mit Kollegen. Also Secondhand-Kleidung, Nachhaltigkeit. Schuhe, Taschen, Mützen, Schmuck. Die Sachen sind alle noch so gut erhältlich, unter anderem auch dieses Teil, so gut erhalten, dass es wieder in den Kreislauf zurückgeht und kein Müll wird. Wiederverwertung. Das hat sich in den verschiedenen Ebenen der Menschen ganz, ich glaube schon sehr, sehr manifestiert. Jung, alt, wir haben ein ganz breites Publikum, die bei uns einkaufen.